So, nachdem ich ja im ersten Teil ein unrühmliches Ende fand und die Paraniden ja wahres Gesicht gezeigt haben, habe ich das Ganze nochmal von vorne begonnen, das heißt also die Station noch einmal zerstört. Und ja, wie ihr seht, Hans-Gerd, unser Stalker, der schaut gerade zu, wie hier so richtig mal was abgeht. Also, ich weiß gar nicht, ich habe die Schiffe jetzt nicht gezählt. Aber es sind auf jeden Fall viele. Nemesis, Verteidiger. Und jetzt wird es mal so richtig unangenehm. Jetzt klickt sich das hier im Akkord runter. Was auch witzig ist, kurz bevor ich nochmal dann die Station sabotiert habe, hat mir der Orden angeboten, also im Rang aufzusteigen. Ich habe aus verständlichen Gründen respektvoll und dankend abgelehnt. Sie haben das dann auch gleich eingesehen. Also das haben die vor dem Update auch nicht gemacht hier, dass dann diese kleinen M-Schiffe oder S-Schiffe, dass die dann noch in Panik nochmal einen abseilen, in dem Fall so einen Laserturm. Aber gut, der wird jetzt hier auch nicht die Welt retten, auch wenn hier der Odysseus hier mit allem, was er hat, draufballert. Aber das hier ist ja unser Hauptproblem hier, diese ganzen kleinen Schiffe, während hier hinten die größeren Schlachtschiffe eher so im Hintergrund bleiben. Und jetzt kommen hier haben wir noch einen Patrouillenzerstörer. Danke für Ihre Hilfe. Hier ein kleines Dankeschön. Bitte. Oh, wie viel gab's? 60.000. Wofür? Für die Verteidigungsdrohnen? Also hier geht richtig was ab, ne? Verteidigungsdrohne. Ja, die jagen jetzt immer noch die Verteidigungsdrohne. Ich habe hier den Befehl erteilt, alles in Reichweite anzugreifen. Und genau das machen jetzt meine Schiffe auch. Allerdings konzentrieren die sich ein bisschen zu sehr auf diese ganz Kleinen. Die sollen ja eher zu den Großen. Und nicht hier die Kleinen. Ach, das bin ich. Ich werde hier beschossen. Na, das ist nicht so günstig. Ich quatsch dann mir wieder einen Wolf ab. Ah, ich habe gar keinen Überblick hier. Zum Glück gibt es ja hier eine Karte. Die sind ganz schön weit unten, habe ich das Gefühl. Aber hier drüben sind ja auch noch welche. Und da geht es ja richtig ab. Ich will aber auch nicht wieder den Fehler machen. Und dann mitten ins Gewürge rein hier. Das ist dann eher was für die großen Jungs. Ich könnte mich dann eher so um die Nemesis kümmern, weil, ja, meine Nemesis, die werden gerade wieder zerstört. Aber hier um diese hier kann ich mich kümmern. Odysseus, Verteidiger. Storch, Verteidiger. Ja, das ist natürlich dann nicht so günstig. Oh, oh, oh. Nee, das... Da sind zu viele Zerstörer. Den sollte man vielleicht auch mal helfen hier, meinen Freunden. Das Unterstützungsschiff, da war ich vorhin, weil ich ja vorhin rumgejammert habe im ersten Teil, dass ich keine leichten Raketen habe. Ich habe dann hier auf dem Storch mir dann neue Raketen geholt. Ist praktisch. So eine fliegende Nachschubbasis. Aber natürlich sollten die anderen dann auch mal hier ein bisschen mitmachen.
So. Ja, Freunde werden wir nicht mehr. Aber wir kriegen ja auch schon ganz schön zu tun. Die sind ja auch alle hier so auf einer Ecke hier. Die sollen ja eigentlich mal hier ein bisschen in dieses Knäuel rein. Nemesis, Verteidiger. Ich glaube, die Nemesis, die gegnerisch, die hauen irgendwie vor mir ab. Gorgo, Verteidiger. Nemesis, Verteidiger. Was heißt hier unautorisierte Tötung? Wir sind nicht mehr befreundet. Und ihr habt ja in diesem Sektor sonst keine Freunde, also. Naja. Ich soll Erbarmen haben? Ja, ich hab vielleicht Erbarmen, aber. Ach, auf einmal. Oh, eine Odysseus wurde vernichtet. Das ist natürlich nicht so günstig. Und ein Kondor. Also hier kriegen wir es richtig schön eingeschenkt. Das ist mir zu weit weg. Also ich fürchte, ich habe den Heiligen Orden des Pontifex dezent unterschätzt. Der Nodan wurde vernichtet. Ja. Aber das sind diese Rückschläge. Gut, also ich sehe schon, die Verluste werden mir doch jetzt etwas zu groß. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns zurückziehen in einen etwas sichereren Bereich. Also das sind schon 2, 3, 4, 5, 6, 7 gegnerische Odysseus-Zerstörer. Storch, Verteidiger. Kolossos, Verteidiger. Da wartet auf Drohnen. Mein Gott. Scheiß auf die Drohnen. Perseus, Verteidiger. Naja, komm, die Kleine kann ich mal wegranzen. Erstmal rankommen, nicht wahr? Der ist doch viel näher dran. Verteidiger. Ich bin wieder viel zu nah an diesen gegnerischen. Rakete im Anflug. Ja. Gegenmaßnahmen sind raus. Das finde ich krass. Die Raketen auf einen Zug gerammelt kommen und man dann hier so schön seine Gegenmaßnahmen raushauen kann. Rausrauen. Ja, rau ist das. Ah, na, so fliegt sich das ja wie ein Katzenklo. Also das ist wie bei den Xenon, wo ich mich mit denen angelegt habe. Am Anfang gab es da erstmal richtig eingeschenkt. Die sammeln jetzt alle noch ihre Drohnen ein, oder was? Was ist das hier überhaupt? Wo fliegen die hin? Ah, das sind Rettungskapseln.
Die fliegen zur Paranidischen Station hin. Ja. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ja, die hauen schon ab. Aber wie bei jeder Party. Oh. So, alle Aufträge entfernen. Ja, hier sind wir auch nicht wirklich sicher. Ja, hier geht's noch. Hier ist ein Nachschubschiff. Und hier ist noch ein Patrouillenzerstörer. Gut, mit denen kommt meine Flotte zurecht, aber... Ja. Hier, das Gedöns. Und hier hatte ich auch eine Quest gehabt. Hier sollte ich ja eins dieser Gorgo-Schiffe entern. Ja. Das hat dann nicht so funktioniert, ne? Weil die dann nämlich alle schön angegriffen haben. Der will anscheinend auch nicht so ganz. Wo fliegt der jetzt hin? Ach so, der wartet, bis die eingesammelt wurden. Wieso fliegt der da jetzt extra hin? Der kann doch eigentlich da unten warten. Die Nemesis sind weg. Ja, der wartet auch wahrscheinlich auf seine Schiffe. Falls da noch was übrig ist. Ja, komm hier. Nee, nicht du. Da. Was macht der? Warum will der dorthin? Der will... Will er jetzt zum Nachschubschiff? Aber nicht mitten in der Schlacht. Was macht der jetzt überhaupt? Rufe Untergeordneten zurück. Heiliges Relikt. Hast du überhaupt noch Untergeordnete? Wir haben doch gerade richtig schön eingeschenkt bekommen. Oh, jetzt. Ja, ja. Also wir sind ganz schön. Das sieht aus, als ob wir richtig ausgedünnt wurden. Aber ein paar Schiffe haben wir ja noch. Der greift doch hier immer noch an. Hier. Freund Blase. Die anderen warten. Ja, aber wo? Ach, die sind schon drüben. Fein, macht ihr das. Warum nicht alle so? Gorgo. Bibibu. Ja, jetzt kommt der Patrouillenzerstörer. Wieso ist der Geier hier? Der gehört doch gar nicht zu uns hier. Komm. Du bist doch gar nicht auf unserer Liste hier. So, wenigstens mal das Nachschubschiff, das will ich jetzt wenigstens noch erwischen. So, und ich hoffe, dass es dann der Großteil der anderen auch schafft. Also, gegen diese Paraniden, die sind ziemlich... Oh je. Also, das ist richtig hart. Das ist hart. Also, gegen die Xenon war es ja schon relativ... Leicht, muss man sagen. Da braucht man einfach nur mehr Schiffe als die, aber hier, ja. Also da muss ich auch mal die Flotte ein bisschen besser zusammenstellen. Das sind mir zu viele große Odysseus und Zeus. Da braucht man auch ein Stück weit solche kleinen Schiffe, weil ich habe ja auch schon vorhin gesehen, die kleinen Schiffe, die können auch richtig Ärger machen. Oh, ich fliege und fliege und fliege. Wieder mein Gequatsche hier, bla bla bla, und dann, ich bin tot. Bloß raus hier. Da habe ich mir ein Ei gelegt. Ja, schön. Da kommen sie jetzt auch noch mal. Erreiche System. Heiliges Relikt. Atlas. Verteidiger. Ja, dich hat man jetzt hier alleine gelassen. Wie schön, dass man das so schön kommentieren kann. Wir wurden getroffen. Ja, wenn man sich schon Feinde macht. Verteidigungsdrohne.
Und der nächste Odysseus ist den Weg allen Metalls gegangen. Und der kam gleich wieder zurück hier. Mal sehen. Da könnt ihr euch mal drum kümmern. Das werdet ihr doch wohl bestimmt hinbekommen. Die Teladi, die halten sich da raus. Oh. Irgendwas hat jetzt gerade eingeschlagen. Ich denke immer, ich bewege mich, aber... Odysseus, Verteidiger. Das ist ja der Planet im Hintergrund, im Vordergrund eher. Ach, der greift mich an. Ach, diese kleinen Teile, ey, wie ich die hasse. Und dann gleich 4 Stück davon. Ah. Ja, die müssen nur nah genug rankommen. Auch die kleinen Schlachten sind Schlachten. So, jetzt kommen meine anderen Freunde. Meine Buddies. Wo ist denn jetzt der Patrouillenzerstörer? Das Nachschubschiff? Da ist er. Da ist er ja. Ja, wenn die einzeln natürlich kommen, kein Ding. Du darfst dich auch gerne wehren. Rakete im Anflug. Nein! Ah, diese Kacke hier. Danke für Ihre Hilfe. Ruhe. Ein kleines Dankeschön. Ruhe. Oh, 120.000. Komm, Rakete. Rakete im Anflug. Gleich 2. Beeindruckend. Na? Ist irgendwie immer, wenn ich zu nah an die Schiffe komme. Das nervt. Wenn ich die Rakete mal sehen würde. Leute, was macht ihr hier? Rush Hour oder was? Oh oh. Nicht gut. Was ist das jetzt für einer? Helios, Angreifer. Gottesreich vom Paranit. Okay, da tut uns nichts. Da, oh, oh, oh. Jetzt wird er aber mit Flak eingedeckt. Aber hallo. Verteidiger. Aber hallo. Oh, das sieht so geil aus. Komm hier, da geht mir kleine Rakete ab. Hier eine ganze Schwarmrakete geht mir da ab. Die haut gleich ab hier, die Rakete. Nee, ich wollte... hallo? Hey? Oh! Komm, näher, näher. Da ist er. Jetzt habe ich dich. Oh! Komm, das schaffen wir. Raus mit den Dingern. Nicht zu nah, nicht zu nah, nicht zu nah, nicht zu nah. Oh, shit! Was hat mich da getroffen? So eine Rakete, hä? Shit! Boah! Also so eine Schlacht mit so einem einzelnen Schiff, das ist ja fast noch geiler wie mit mehreren. Näher. Danke für Ihre Hilfe. Rakete hat nicht eingeschlagen. Sie ein.
Ich soll einhalten. Der Scherzzwieback. So, jetzt aber. Flak drauf. Baller, 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 baller. So schnell werden eure Reparaturdrohnen gar nicht hinterherkommen. Aber die haben immer noch Raketen. Schildgenerator ist runter. Den anderen, den kann ich ja übernehmen. Von oben ist er jetzt wehrlos. Mimimi. Okay, ist auch weg. Odysseus würde vernichtet. Wo bleiben denn die hier? Jetzt kommen sie langsam mal angetrudelt. Okay. Ich werde getroffen, aber wovon, das weiß ich auch nicht. Die hängen da hinten und chillen oder was? Die sollen doch eigentlich das Nachschubschiff endlich mal fertig machen. So, jetzt ist's. Ja. Das ist der Höhepunkt dieser Schlacht. Sicherheitsschneider. Ja, das braucht man, falls man mal wieder eine Station, bevor man sie angreift, sabotieren will. So. Oh, der ist aber auch schon ganz schön mitgenommen. Antriebe im Arsch. Angreifer. Aber wacker geschlagen. Gute Arbeit. Sehr gut gemacht. Sprungtor, frommer Nebel. Kolossus, Verteidiger. So, der Kolossus, der kann das Tor hier bewachen. Und in der Zwischenzeit schaue ich mal, wie weit wir... Laserturm Mark 2. Ja, der Laserturm, ja, der nervt nur. Den werde ich jetzt auch mal... Weg ist er. Ist der abgehauen jetzt? Ja, flüchtet. Gut, in dem Fall. Revans Faust. Wusste ich gar nicht, warst du da betrunken oder was? Okay, alle Aufträge weg. Ach, da ist dort. Ist das nicht eine verfeindete Station? Ja, der wird auch sofort angegriffen. Ja, das war jetzt auch eine sehr dumme Aktion. Danke für Ihre Hilfe. Hier ein kleines Dankeschön.